ist eure Hüterin. Mit den Wüstenwinden kommen auch ein paar heiße Gerüchte. Ein junger Racer namens Ty sorgt für mächtig Wirbel, indem er einige der Oldschool-Ligen von der Straße fegt. Wer ist der Kerl? Ist er Single? Angeblich könnte Ty sogar gut genug für den Outlaws Rush sein. Auch wenn er bis dahin... noch einiges vor sich hat. Ty, mein Freund. Bleib dran und misch die Ligen weiter auf. Aber arbeite an deinem Wagen, Mann. Sonst schaffst du es nicht mal bis zur Startlinie des Outlaws Rush. Oh, wir arbeiten dran, glaub mir. Also, Big Sister, was hat dir das Haus getan? Gewinn erstmal, dann reden wir, okay? Der Sieg zum Greifen nah! Dieser Lauf entscheidet alles. Thank you.
mein Deal ist ein Deal, Tyler. Folgendes ist passiert. Das Haus hat mich gefragt, ob meine Crew mithelfen will, Rennen zu manipulieren. Kommt mir bekannt vor. Glaube ich. Ich habe dich beim Boomville-Rennen gesehen und dein Kampfgeist hat mich inspiriert. Ich sagte dem Haus, es kann mich mal. Weil das bei mir ja so toll funktioniert hat. Ja, für uns ist es ähnlich gelaufen. Die Lage ist schwierig. Red weiter. Nach dem nächsten Rennen vielleicht. Wir sehen uns. Bin ich euch zu schnell? Niemand! Letzten Mal meintest du, die Lage sei schwierig. Immer wenn wir gegen das Haus vorgehen, ist die Polizei vor Ort. Soll das heißen, das Haus besticht die Cops? Erschütternd, was? Das ist nicht mehr unsere Stadt. Niemand ist mehr stark genug, um sich zu wehren. Das ist nicht mein Problem. Mir geht's um Navarro. Na dann, bis zum nächsten Rennen. Was anderes interessiert dich ja nicht. Gib Gas. Wer zur Hölle bist du? Miller, deine Fahrerin. Ramirez. Na dann, hallo Ramirez. Und da das jetzt geklärt ist... Denkst du, du kannst die Cops abschütteln? Ich werde für eine Abholung bezahlt. Von Cops war niemals die Rede. Wir werden uns schon einfach. Fahr einfach.
was immer du sagst. Okay. Hier Adam 1-6. Wir verfolgen einen Audi S5. In nördlicher Richtung ist Lakeside. An alle Einheiten. Adam 1-6 verfolgt einen Audi S5. Zielperson fährt in nördlicher Richtung durch Lakeside. An alle Einheiten, wir errichten jetzt Straßensperren, um das Ziel zu... Na dann, Verfolgungsjagden kosten das Dreifache. Das Dreifache? Was? Du kriegst das Doppelte. Gut, ich fahr mal kurz ran. Warte, okay, das Dreifache. Fahr einfach weiter. Bestätige. Wir haben die Zielperson gerammt. Es geht doch nichts über Verfolgungsjagden, ha? Du genießt das? Du etwa nicht? Ich dachte, du wärst ein Profi. Bist du fahren? Nein? Dachte ich mir. Wir müssen jetzt Straßensperren, um das Zielverkehr zu stoppen. Gut gemacht, Müller. Ich weiß. Wir sind raus, Zentrale. Unser Wagen hat zu viel abbekommen. Verstanden. Wir haben Nagelbänder ausgelegt. Erde 35, unser Wagen ist abgeraucht. Brechen die Verfolgung ab. Alles klar, verstanden. Ich weiß nicht, was sie in dir sieht. Dir geht's nur um den Fick. Keine Ahnung, wer es ist. Ernsthaft? Ich werd bezahlt, der Rest ist mir egal. Adam 1-13, wie lautet Ihre aktuelle Position? Alter! Verfolgung läuft in nördlicher Richtung durch Silver Rock. Zentrale, mein Wagen wurde schwer beschädigt. Ich muss die Verfolgung aufgeben. Okay. Verstanden. Zentrale, wir haben die Zielperson aus den Augen verloren. An alle Einheiten, wir haben keinen Sichtkontakt mehr zur Zielperson. Sie war zuletzt unterwegs in westliche Richtung durch Liberty Desert. Adam 13, unser Wagen ist durch. Fallen als Primäreinheit aus. Adam 13, sind Primäreinheit. Sie sind weg? Oh, Gott sei Dank. Kannst du mich zum Unterschlupf fahren? Oder kostet das auch extra? Nein, das kriegst du umsonst. Wie lange machst du das schon? Seit meinem 19. Geburtstag. Also schon immer. Sieht ganz so aus. Was wollen diese Cops eigentlich von dir? Das Haus hat mich enttarnt und verraten. Du wurdest ins Haus eingeschleust? Du solltest echt mal mit meinem Boss reden. Wie wird ein Mädchen wie du Fluchtwagenfahrerin? Ich habe mir einen Streifenwagen ausgeborgt, als ich 19 wurde. Oh, und dann? Dann hatte ich irgendwann 20 Cops im Nacken. Und meine Zeit an der Academy war vorbei. Du warst ein Cop? Ja, ich wollte rebellieren. Und du bist hin? Sagt der Typ, der das Haus hintergangen hat. Das ist was anderes. Und da wären wir. Gut. Das war lustig.
Ramirez hat mir viel über dich erzählt. Und nicht nur Schlechtes. Oh, du bist also meine mysteriöse Gönnerin. Ich wüsste einen Weg, dich zu beweisen. Interessiert? Ich schätze, Marcus Weir hat uns nicht ohne Grund zusammengebracht. Ich schick dir die Info. Thank you.